Wir freuen uns natürlich jetzt, dass wir hier in Lettland sind und dieses Spiel austragen dürfen. Wir haben am Freitag zu Hause gegen Litauen gespielt und haben leider das Spiel 2-0 verloren. Wir hoffen jetzt natürlich, dass es hier in Lettland etwas besser geht. Aber wir sind uns natürlich bewusst, dass es auch hier für uns ein ganz schweres Spiel wird. Wir wissen, dass Lettland auch eigentlich eine gute Mannschaft hat. Und sie hatten halt bis jetzt in dieser Gruppe das Pech, dass sie eigentlich gegen die drei stärksten Teams spielen mussten. Für mich ist diese Gruppe so fast wie eine Zweiklassengesellschaft. Wir haben oben Bosnien, Griechenland und die Slowakei. Und dann haben wir unten mit eben Lettland, Litauen und Liechtenstein die drei anderen Teams. Aber Lettland hat in allen drei Spielen eigentlich gute Spiele gemacht gegen die starken Teams. Und darum wissen wir natürlich, dass es morgen Abend hier für uns ganz schwer wird. Wir hoffen natürlich, dass meine Mannschaft ein gutes Spiel macht und dass vielleicht Lettland nicht gerade den besten Tag hat, damit wir auch eine Chance haben. Aber es wird sicher morgen ein interessantes Spiel geben. Wir sind motiviert und freuen uns, dass wir hier antreten dürfen. Eine Frage, gibt es irgendwelche Spieler, die aus irgendwelchem Grunde morgen nicht dabei sein können, was sie vielleicht gerne sehen würden? Und wo ist Mario Fried geblieben? Genau, Lettland hat Verpakovskis immer noch, aber wir haben leider Mario Frick nicht mehr. Das ist so ein entscheidender Unterschied. Mario Frick war natürlich für uns ein sehr wichtiger Spieler, vor allem weil er ein offensiver Spieler war, ein Spieler, der auch Tore machen konnte. Er ist mittlerweile 38 Jahre alt und spielt jetzt auch nur noch in einer Amateurmannschaft. Also Mario Frick könnte ich morgen Abend sehr, sehr gut gebrauchen. Trenerš varētu rītdien Mario Fricku tiešām, jā, viņam tas būtu nepieciešams, ja viņš spēlētu, tad viņš tiešām novērtētu. Pietrūks. Oder wenn wir die Letten den Verpakovskis ausleihen könnten, wäre ja auch nicht schlecht. Varbūt, ka Latvijas puse var tā teikt izīrēt Lichtensteinā Verpakovski, jo viņš arī būtu pavisam noteikti vietā. Wir brauchen ihn leider auch. Von daher. Dann herzlichen Dank. Danke. Danke schön. Danke, Paul. Danke.